So, mein liebstes Reiseutensil sind diese Kopfhörer. Das sind Noise Cancelling Headphones, also Kopfhörer, die alle Geräusche absorbieren. Und die sind super praktisch, vor allen Dingen für lange Flüge, für lange Busfahrten, wenn der Nachbar dann doch mal schnarcht oder das Flugzeug einfach viel zu laut ist. Ist vor allen Dingen super praktisch, weil mein absolutes Lieblingsreiseziel Buenos Aires ist, die Hauptstadt von Argentinien. Unglaublich tolle, faszinierende Stadt. Riesig groß, ein bisschen im letzten Jahrhundert stehen geblieben, trotzdem schläft sie nicht. Unglaublich gutes Essen, wahnsinnige Steaks, toller Tango, also immer eine Reise wert. Und von da aus ist es eigentlich auch ein super Spot, um ja, Südamerika zu erkunden. Man hat Chile direkt nebenan, Uruguay gleich um die Ecke, kann nach Brasilien oder auch weiter nach Kolumbien. Das ist mein zweitliebstes Reiseziel und es gibt sehr viel zu entdecken und es ist ein toller Kontinent. Ja, also von daher, solche Kopfhörer immer einpacken. Wenn ich ein Lieblingsreiseutensil benennen müsste, dann wären das bei mir, glaube ich, Messer. Ich bin hauptberuflich Koch und koche natürlich auch sehr, sehr gerne privat und liebe es halt, in fremden Ländern auf Märkte zu gehen und halt unterschiedliche Lebensmittel kennenzulernen und die dann auch gleich selber halt vor Ort zu verarbeiten. Deswegen liebe ich Märkte, dafür sind natürlich halt Südostasien und Südamerika und sowas als traumhafte Länder, um da Sachen zu erfahren. Wenn ich sehr leicht Reise, dann nehme ich nur ein kleines, scharfes Messer mit dem ich aber immer mir mein eigenes Picknick oder mein eigenes kleines Essen machen kann. Wenn ich ein bisschen mehr dabei habe, liebe ich es, so Multitools dabei zu haben, wo halt auch mal ein Schraubenzieher oder eine Säge oder auch eine Zange dabei ist. Das finde ich ganz wichtig, gerade wenn ich halt irgendwie ja, mit mehr Equipment unterwegs bin. Ich war schon immer beeindruckt von Vietnam, wie die da alles auf der Straße wahnsinnig schnell und unkompliziert reparieren und lösen. Wenn man ein kaputtes Motorrad hat, hat man dreiviertel Stunde später wieder plötzlich ein heiles Motorrad und die sitzen dann nur mit kleinen Werkzeugen. Ich glaube, mit diesem Tool wäre ich gerne so, wie viele Vietnamesen sind. Muss ich leider auch noch viel, viel lernen. Mein liebstes Reiseutensil ist das Reisehandtuch. Das ist total dünn, trocknet wahnsinnig schnell, also wirklich wahnsinnig schnell. Wenn man es in die Sonne legt, ist es innerhalb von ein paar ganz wenigen Minuten wieder trocken. Und es ist unglaublich platzsparend. Man hat es gerade gesehen, als ich es zusammengeknüllt habe oder als es noch zusammengerollt war. Es ist wirklich super klein. Meins hat hier noch so eine Schlaufe, da kann man es direkt wieder zusammenfalten, wenn es getrocknet ist. Und ich habe das total gern dabei, weil ich wahnsinnig gern bade. Und ich bin sowieso am liebsten an Küsten unterwegs und da, wo Meer und Wasser ist. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich ja hier aus der Region komme. Und darum hat mir auch Westaustralien ganz besonders gefallen. Da sind Malte und ich mit einem alten Auto rumgefahren und wir haben wirklich bei jeder Gelegenheit angehalten, gebadet, sind ins türkisblaue Meer geschwommen, waren da schnorcheln, haben Schildkröten gesehen, haben einen Hai gesehen, haben Rochen gesehen, die irgendwie direkt unter uns geschwommen sind. Und ja, mit Freude denke ich noch an diese Zeit da an der Küste zurück. Und Meer und Küste und Westaustralien, das bedeutet für mich Freiheit und ist für mich irgendwie in seiner Sorglosigkeit und Freiheit eines der schönsten Reiseziele überhaupt.